Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Und es ist endlich passiert. 800 Millionen Jahre nach Release von Cold War bzw. der Integration von Cold War in Warzone und am Ende des Lebenszykluses fast schon. Die Dark Eve-Tarnung ist endlich im Game. Und was soll ich sagen? Sie ist die geilste Tarnung in diesem Game. So, das ist Fakt. Akzeptiert es oder leugnet es. Da gibt's keine andere Meinung. Und auf jeden Fall, Jo, ich weiß auch nicht, was eigentlich mit mir los ist, ob ich irgendwie so ein Masochist geworden bin und irgendwie auf Schmerzen stehe oder ob ich in den letzten Tagen und Wochen irgendwie an dem Stockholm-Syndrom erkrankt bin. Auf jeden Fall, ich habe übelst Bock auf Warzone. Ich habe auch heute, so wie gestern und vorgestern und davor auch, eigentlich für jede Runde, die irgendwie gut lief, irgendwie achtmal auf die Fresse bekommen, auf die eine oder andere Weise, und trotzdem habe ich irgendwie Spaß im Spiel. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, es ist so. Ja, also, am Anfang zeige ich euch mal so die etwas schöneren Runden für meine Verhältnisse und dann kommt die Realität mit voller Wucht. Ja, gut, mehr gibt es nicht zu sagen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir gehen direkt rein. Bis gleich. Ja, ins Video. Ciao! Woher kommst du? Woher kam der jetzt? Geile Sache. Irgendwelche Gegner kommen einfach aus dem Nichts. Fühl dich, Bruder. Stirb halt nicht, Bruder. Nö, nö. Er fällt nicht um. Time to earn your freedom, soldier. Wow. Es gibt also doch noch geschlossene Kisten. Ich kann mich nicht so leicht drüber blicken lassen. Objective is to eliminate the bounty target. Das ist ein großes Problem von mir tatsächlich. Manchmal hast du einfach so die Situation, oh, da ist ein Gegner, den ist ein Free Kill, den hole ich mir am Ende, das ist doch kein Free Kill. Schön. Ich weiß auf jeden Fall, dass da oben einer ist. Kuckuck. Ich wollte ihn gar nicht holen. Aber ja, ich habe ihn geholt. Ah, hatte der Typ einen Statue? Ja, hatte der. Frage. Warte mal. Ich habe nicht mal Munition. Geile Sache. Nein! Ich hab noch abgedrückt! Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich hab gedrückt wieder. Halleluja.
Oha. Yep. Ich muss sagen, auch wenn ich in Warzone, muss ich ehrlich sagen, auf die Fresse bekomme, ich bin irgendwie gerade in so einer Phase, in der ich Spaß habe. Cool. Bounty poached. Immer schön in Deckung bleiben. Gut, dass ich den noch im Augenblick gesehen habe. Das wäre sonst richtig kritisch geworden. Komm, beweg dich! Es ist so ein Witz, ey, der bewegt sich halt einfach nicht. Was? Okay, der hat mich zerstört. Der hat mich vernichtet. Das war knapp, das war richtig knapp. Bin ich drauf gegangen. Ah, verdammt. Loadout müsste kommen, richtig? Das heißt, dann gehe ich hier hin. Ja, yeah, ich habe eine normale Waffe und eine weirde Waffe. GG. Ich bin voll confident, dass das was wird. Das wird richtig witzig. Wo? Wo? Ich habe auch nichts. Ich habe nicht gerechnet, dass da irgendwer ist. Bin ich ehrlich. Na egal. Ich hätte 2 Kills. Es ist halt immer so befriedigend zu sehen, wie manche Leute einfach gefühlt gar nichts machen, das ganze Game, und dann halt einfach dich holen. Also ich bin ehrlich, den habe ich nicht erwartet. Noch habe ich mit dem gerechnet. Also erstens, warum spielt der Typ Grau und Sniper? Zweite Frage. Warum hat er nur 2 Kills? Duck dich! Er hat sich... Junge, warum muss noch einer jetzt kommen? Ja, Junge. Wie viel Glück? Wie viel Glück hat man eigentlich so als Noob? Ich hab dem 2 Hitmarker gegeben. Was ist das für eine Dreckswaffe eigentlich? You
Halleluja. Wo bin ich? Ups. Okay. Ich weiß jetzt zwar jetzt nicht 100%, wo ich jetzt hier irgendwie was Krasses gemacht habe. Ach du. Was ich jetzt hier so Krasses gemacht habe. Hat der Typ irgendwie eine Maske oder so? Ja. Ach. Alles klar, Junge. Danke. Klar, Bruder, den hat er gesehen. Ja, ja, bin ich ganz kompetent, dass er den Typen gesehen hat. Wisst ihr, ich frag mich halt echt so, haben diese Leute auch irgendwie ein Gefühl von Ehre? Oder glaubt das Opfer da wirklich, dass er irgendwie krass ist? Ich versteh's nicht. Ich meine ernsthaft, so immer wenn man kauft sich für 100 Euro teilweise ein Programm, das lädt eine Datei ins Spiel und man sieht Sachen, die man sonst nicht sehen würde. Man kann Sachen, die kein normaler Mensch tun könnte. Ich meine, guckt euch an. Dieser Monolith-Schalldämpfer verdeckt sogar das Kimmel und Korn. Oder so gerade so. Also es ist recht unschön mit dem Ding zu zielen. Wenn man nicht so ein... wenn man ein normaler Mensch ist. Wenn man also so ein Opfer ist wie der EuCP, keine Ahnung, dann... Ja. Mich interessiert... Berechnet das Ding Bullet Drop mit oder? Wahrscheinlich hat das. Pff, lustig wäre es, wenn er von der Legend. Nope! Ist der Typ eigentlich. Weißt du, daran merkst du nicht nur, dass der Typ erbärmlich ist? Der Typ ist nicht nur erbärmlich, er ist auch ein Idiot. Hey, da ist eine Sniper. Die hat einen Shot auf dich. Nö, 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 nö. Und der Typ ist immer noch nicht in Deckung. Man kann den immer noch sehen. Das war Absicht. Ich war 100% nicht fertig. Innerlich. Und war auf den Tod vorbereitet. Das auf jeden Fall nicht. Junge, beweg dich doch! Wow. Geil. 5 Leute. Super. Junge!
Schon wieder ein Cheater. Vollidiot. Alter, was sind das? Junge, solche Leute holen mich halt. Weißt du, irgendwelche Cheater, die keine andere Mission in ihrem Leben haben, außer anderen Leute das Game zu versauen. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur hoffen, vielleicht wird es ja morgen besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Euer Jazz. Ciao.